Wenn du deinen Instagram-Account löschen möchtest, dann bist du in diesem Video genau richtig. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr euer Instagram-Account vom PC aus ganz einfach löschen könnt. Das Ganze geht auch vom Handy. Lasst gerne ein Like und Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem eigentlichen Video. Damit wir unseren Instagram-Account löschen können, gehen wir auf eine bestimmte Webseite von Instagram. Ich werde den Link dazu auf jeden Fall in die Beschreibung packen. Und zwar ist es hier dieser Link. Und dann gehen wir hier auch schon drauf, auf alle Cookies erlauben. Und dann müsst ihr euch eben mit eurem Instagram-Account anmelden. Ich melde mich dann jetzt mal an. Wenn ihr euch dann angemeldet habt und dann auf den Link in der Beschreibung geklickt habt, dann kommt hier eben bei Instagram dein Konto löschen. Hier könnt ihr dann Einstellungen zu eurem Konto, zu eurem Instagram-Konto vornehmen, eben wie die Löschung. Und hier könnt ihr dann irgendeinen Grund angeben, warum ihr euer Konto löschen wollt. In diesem Fall habe ich schon ein zweites Konto erstellt. Und dann müsst ihr eben euer Passwort eingeben. Und danach klickt ihr hier, wenn ihr euer Passwort eingegeben habt, auf Passwort 123. Dann klickt ihr hier eben auf Löschen. Hier steht dann euer Benutzername am Anfang und danach könnt ihr das Ganze löschen. Euer Profil wird dann eben 30 Tage desaktiviert und wenn ihr es vor diesen 30 Tagen nicht mehr erneut aktiviert, dann wird es eben endgültig gelöscht. Da ich das ganze Video am 28. September 2023 aufnehme, ist der Stichtag, dieser Stichtag dann eben der 28. Oktober, wo es dann nicht mehr möglich ist, den Account wiederherzustellen. Dann klickt man hier auf Löschen. Okay, ich habe jetzt ein falsches Passwort eingegeben, aber vom Grundprinzip, genauso wie ich euch es gezeigt habe, genauso läuft es dann ab. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne in meinem Discord-Server joinen, der Link in der Beschreibung. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.